Wir sind hier im Innersten des stillgelegten AKW Mühleberg, wo in den nächsten Jahren Stück für Stück zerlegt wird. Das ist gerade der Blick ins Wasserbecken, wo Brennstäbe gelagert werden. Und das Einzige, was uns Schutz bietet, ist das Wasser, das die Radioaktivität abbremst. Und jetzt gehen wir weiter in Richtung vom Reaktor. Dort ganz vorne das graue, glockenförmige, das ist der Deckel, der auf dem Reaktor drauf war. Der ist mittlerweile weg, der Reaktor ist offen. Weil dort drinnen werden jetzt alle Elemente und Teile, die noch drinnen sind, Stück für Stück verlegt. Und hier haben wir jetzt den Blick in den Reaktor, auch hier mit Wasser gefüllt. Das Wasser, das Schutz bietet gegen die Radioaktivität. Das Schwarze in der Mitte, das ist das Nächste, das ausgebaut wird. Das ist der Verdampfer. Der wird nachher, also das ganze Becken wird mit noch mehr Wasser aufgefüllt. Im Moment sind erst Testarbeiten am Laufen. Das Becken wird nachher ganz mit Wasser aufgefüllt. Der Verdampfer, der wird dann mit dem Kran langsam rausgelupft und wird nachher hier über befördert und wird dann hier in dem Becken rein, und alles passiert immer im Wasser, damit man geschützt ist vor der Radioaktivität, und wird dann in dem Becken rein in kleine Teile vertagt und letztlich abtransportiert.